Du wirst einen schönen Sonntag raus? Das wollen fast alle, aber du musst dich nicht mit den Massen auf den Berg wälzen. Komm mit auf eine wunderschöne Tour voller Highlights mit eindrucksvollen Felsformationen und großartigem Panorama in fast völliger Einsamkeit. Im Schatten der Großen. Ja, wohin geht man an einem schönen Sonntag, wo alle Zeit haben? Na, ganz sicher nicht dort, wo alle hingehen. Und ob das heute funktionieren wird, das sehen wir auf dieser Tour in Wöllersdorf. Und da nehme ich auch mit, weil es ist nämlich wirklich verdammt frisch. Wir wandern heute zum Größenberg, einen von mehreren, den es in der Umgebung gibt. Mit einem schönen Ausblick auf die hohe Wand. Aus dieser tollen Tour lässt sich eine ganze Menge lernen. Vor allem, dass man sie von einem frühen und finsteren Beginn nicht abschrecken lassen soll. Und dass es sich wirklich auszahlen kann, die Umgebung bekannter und überlaufener Ziele zu erkunden, die es sicher in deiner Region gibt. Weil wir müssen nämlich nach links abzweigen. Mhm. Also, nichts müssen mit spielen. Naja. Hätte sich der Verschönerungsverein nicht eine schönere Gedenkstätte verdient. Ja, warum gehen wir da nach links? Weil wir nämlich zum Teufelsmühlstein wollen. Zum Teufelsmühlstein? Ja, da geht's da hinein. Ja, unmarkiert und etwas steiler, aber nicht schwer zu finden und auch nirgends schwierig. Das ist mühsam, gell? Brauchen die die Stecken, glaube ich. Dann lasst euch von diesem kurzen und knackigen Anstieg die Schneide nicht abkaufen. Das ist schon ziemlich das steuerste Stück für den ganzen Tag gewesen. Da ist viel Schwarzkiefer und Fichte drunter. Na, ob das gut gewirrt. Mit einem beherzten Schritt über diesen Spalt da drüber auf den Teufelsmühlstein hinauf. Das sparen uns wir heute, aber die schöne Aussicht gibt es auch von dort vorne. Da sieht man schon die Ausläufer von der hohen Wand mit dem Hergerschnitzerhaut, wenn es wahr ist. Jetzt haben wir den Anstieg gleich geschafft. Es ist doch nicht wunderbar in diesen lichtdurchfluteten Wäldern. Ja. Ja, niemand da. Das ist ein schöner Ostersonntag. Ja, was würde ich jetzt hier zu diesem Pfeil da sagen? Ich würde sagen, wir gehen jetzt nach links. Und es gibt da tatsächlich nach links einen Weg. Aber wenn man da weitergeht, dann stellt man fest, dass da vorne auch rot-weiß-rote Markierungen sind, beziehungsweise weiß-rot-weiße Markierungen sind. Teufelsmühlstein, schau. Da kommen wir her. Wir dürfen da weiterrennen, begleitet von schwachen weiß-rot-weißen Markierungen. Und geht in Richtung des Malleitenbergs. Ja, das Frühjahr, wenn dieses ganz frische Gelbgrün von den Buchenblättern hervortritt. Das ist schon eine sehr schöne Jahreszeit. Da ist auch steinig da im Wald drin. Ja. Das ist ein Höhenzug hin. Das ist auch der Weg steinig. Dieser Weg kann sich bis jetzt zwar keine großartigen Aussichten rühmen, aber dafür total vielfältige Waldbilder, ja, und einer fast unglaublichen Ruhe. Thank you.
Ja, vom mäßigen Wind war die Rede. Ich weiß nicht, wie viel man davon jetzt wirklich hört mit dem Windbuschel, aber so mäßig ist der gar nicht und sehen tut man zumindest. Ja, der kurze Aufstecher zu diesem Aussichtspunkt zahlt sich ja aus, gell? Schön da. Darum bin ich ja hergelatscht. Ja, Bella hat einen guten Instinkt. Und bis jetzt gibt es nichts auszusetzen an dem Weg, oder? Nein. Ja, Bella, hast recht, dass du da stehen bist. Also, wir folgen dem Pfeil, sind wir nicht so, oder? Dass das so ein toller Pfeil ist. Die ist eindeutig, ne? Die ist ganz eindeutig, ja. Schau, was da steht, Steine und ein Stadel. Das schauen wir uns an, hä? Ja, das geht da hinunter. Ja. Bist du nicht gespannt, was das ist, der steinerne Stabel? Nein. Dann würde ich schon sehen, was das ist. Ein abweisender Zaun sicher da. Noch nicht schlecht. Wahnsinn. Schaut euch aber dieses eindrucksvolle Naturschauspiel an. Ja, bist du deppert? Spannt sich ein Felsbogen und drunter gibt es einen richtig großen Durchschlupf. Höchst eindrucksvoll. Ganz was Tolles. Staunen steht man vor diesem Naturdenkmal. Hm? Haben wir gesehen. Also wer das nicht kennt, definitiv nicht entgehen lassen. Der Abstecher von 5 Minuten, der lohnt sich allemal. Es ist erstaunlich frisch, gell? Mit dem Wind. Da wird der Rast am größten Berg ein Problem. Was schaut da? Das sind viel und hoch. Gell? Zweierwiese Großenberg, da ist jetzt am meisten mal angeschrieben, schau. Bei diesem Höhenzug hast du schon einen Blick auf den größten Berg. Ja, da vorne wird dann unser späterer Rückweg sein. Und für uns geht es jetzt weiter nach links zum größten Berg. Da auf dieses Wiesel hinaus. Und für alle, die Zweifel haben, schau da hinten auf den Baum. Das ist die Markierung. So was sehr versteckt. Ja. Aber sie ist vorhanden. Ja, schon bis jetzt ist die Tour äußerst reizvoll. Und das wird sich auch nicht ändern. Highlights werden nicht weniger. Größenberg Muttmannsdorf. Auf der Forststraße hinter uns dürfen wir gar nichts, außer forsten. Bleiben wir am markierten Weg. Ist so da drüben nicht falsch, aber wir wollen ja einmal nicht so sein, ne? Es geht wieder mal bergab. Es geht da links hinein, schau. Da drüben auf der Wiese macht Piff, Paff, Puff, da ist erschossen. So, nicht verlockend da den roten Markierungen folgen. Da geht es einen versteckten Wegweiser, schau. Also sind wir nie einig, ob das Großenberg, Größenberg oder gar Größtenberg heißt bei den Namen.
Ja, diesen Buckel da hinten ersparen wir uns, den umgeben wir. Geht sich da wie auf einem Teppich, gell? Und an dem Bichel herum führt diesen Steigeln da. Und geht's da jetzt genug bergauf am Berg? Ja, so verwirrend die Gegend manchmal ist, gell, die Markierung lässt nichts anbrennen. Nein. Grüßenberg. Der mörderische Schlussanstieg beginnt. Da wächst sogar Wacholder, schau. Auf den letzten, etwas steileren Metern zum Gipfel kann man den Aussichtspunkt schon erahnen, gell? Eine felsige Anhöhe, ein Kreuz. Aber das ist noch nicht der Grüßenberg. Eine schöne Aussicht bietet sich an. Auf die hohe Wand und auf den Schneeberg, wo es die anderen auch so schön finden. Von diesem wunderschönen Kreuz da sind es jetzt noch ungefähr 20 Kilometer und dann stehen wir am Höhepunkt unserer Tour am Grüßenberg. Nein, ist doch nicht prächtig. Ganz großartig ist da, gell? Ein tolles Bankerl. Ja, genießt mir ein tolles Panorama vom Grüßenberg. Ja, so eine Tour lässt man sich gefallen im Schatten der Großen, gell? Ja. War eine gute Wahl. Mit der Aussicht aus das leicht draußen und überraschenderweise, gell, so windig ist es da gar nicht. Hätte man gar nicht vermutet. Nein, ja nicht. Ja, also, Bella. Zufrieden. Sehr gut. Da, wo ich stehe. Da, Schlangerl. Sehr gut. Bella ist abmarschbereit, gell? Ja. Bad Fischau. Ja, wir sagen einen wunderschönen Platz Ade und machen uns auf einem alternativen Abstiegsweg, der deutlich weniger steil ausfallen wird, wieder zurück in Richtung Wöldersdorf. So ein Schwarzföhrenwald, gell? Das ist schon was Interessantes, dieses Lichtdurchflutete. Ja. Immer wieder lustig. Und schau, da drüben das Kreuz, da sind wir vorbeikommen auf der Anhöhe dort. Schau, da wachsen Kuhschilden. Bad Fischau im Blau müssen wir, geh weiter. Ja, das ist auch ein Bankerl, das war mein Reservebankerl gewesen, wenn es umzu windig ist. Irgendein Dreckschwein hat da die ganze Zeit über diese Schnalzquadrate als Blümchen gepflanzt, gell? Wahnsinn! Ja, sind wir immer noch richtig. Schaut, dass sich die Markierung nicht einig, ob sie grün oder blau sein möchte. Schau, ein Baum mit einem großen X und einem Pfeil, also sicher ein Schatz vergraben. Eine Trickgabelung ist es da. Der Witz ist nämlich, die Konfuren wieder zusammen in wenigen hundert Metern. Da bist du narrisch, da kannst du ja klumpenweise Hasen mitnehmen. Ui! Der Baum gehört dem Reischitz, oder? Der Baum heißt Reischitz, ich weiß nicht. Nein, das ist auch angenehm zu gehen, gell? Da sieht man die Steine nicht durchs Laub.
Ach so? Na, da gibt es ja keine Steine zu sehen. Na schau, schon siehst du das, die Steine. Das ist fast eine Klamm, hä? Ja. Das ist ein cooler, fast klammartiger Wegabschnitt, aber weder glitschig, noch rutschig, noch steil, Gott sei Dank, gell? Und jetzt warte ein bisschen. Wir müssen jetzt da wieder hinauf in diese Richtung. In der Straße, ne, oder? Da kommt dann später die Straße wieder, ja genau. Wöldersdorf über Steiner Eben, schau. Bist du jetzt zufrieden? Jetzt steht in der Wöldersdorf angeschrieben. Wöldersdorf über Zweierwiese, genau. Und das andere ist Wöldersdorf über Steiner Eben und wir wollen über die Zweierwiese. Das ist jetzt der Gegenanstieg, von dem ich gesprochen habe, von vielleicht 30 Höhenmeter oder so. Da sind wir gleich wieder an einem bekannten Punkt. Ja, von da drüben sind wir in der Früh runtergekommen. Und jetzt probieren wir mal diesen Feldweg da aus. Ja, die Frage ist, wer schützt das Dach auf der Landschaft, gell? Ja, der Unterberg ist da direkt zwischen den Moosen durch. Ja. Bravo, Bello. Ja, aber es könnte schöner alles geben als eine Spaziergang durch so eine sonnendurchflutete Frühlingslandschaft. Hm? Es erweitert uns der finstere Nachgraben. Das ist ja richtig, oder? Nach Wöldersdorf da hinunter. Schloss vor, Riegel vor. Stell dir vor, da kennt er jemanden den Waldweg einfach weggetragen. Ne? Ja, furchtbar. Was ist das für ein Landschaftsschutzgebiet? Wir haben schon mehr Taschentücher als Leute gesehen. Ja, mehr Taschentücher als Landschaft. Jetzt haben wir da ein Brückerl. Und bei dem Brückerl, da verbirgt sich ein ganz verlockender Leckstein, schau. Ja, der gehört aber für die Rehlein, nicht für die. Ja, okay. Da ist eine Höhle angeschrieben. Da werden wir mal schauen, ob wir da hinkommen, auf die Höhle. Ui, das ist ein Loch. Ja. Unglaublich. Das müssen wir doch erkunden, dieses Loch, oder? Nein, ich nicht. Ich will da sofort wissen, was das für ein Loch ist. Aha. Ja, Loch. Kann man nichts sagen. Sehr spektakuläres Loch ist das nicht, aber es ist immerhin eine Höhle, gell? 1864 steht da. Ja. Ja, das trockengefallene Bachbett lässt sich auch ohne Brücke queren. Ich hätte die Hand schon. Genau. Brauchst du ein Pflaster? Auf ein Ding? Nein, auf so einen Türenast bin ich drauf. Ja. Was ist denn da drüben? Jetzt kannst du mich gern haben, jetzt gleich nirgends mit
Umher hin und her und auf und nieder. Der Königsweg ist ja das. Ja, vierte. Aha. Also die Karolinenruhe ist da. Aber den Bello verrat man nichts, weil der wollte nämlich nicht hergehen. Ja, und da ist es schon passiert. Mitten am Forstweg ein hervorstehender Stein und Bello hat sich wirklich böster Länge noch hingelegt. Großflächige Schurfe unten am Knie und komplett vollgeblutete Hose inklusive. Eine andere Dame hätte sich damit ins Krankenhaus bringen lassen. Sie ist die letzten 3 Kilometer tapfer bis zum Auto gelatscht. Man kann schon theoretisch da drüben auch auf der anderen Seite gehen, über Steiglein, aber zahlt sich nicht wirklich aus. Ich erwähne es ihr zu Ehren, weil man sie tatsächlich hinken sieht. Und ja, sie hat sich inzwischen wieder vollständig erholt. Tatsächlich ist sie schon wenige Tage später mit mir den Weitwanderweg Kremstal-Donau fertig gegangen. Oben drüber über die Mahlleiten und über den steinernen Schadl war spektakulärer und schöner. Ein anderer YouTuber hat daraus eine Sensationsgeschichte gemacht. Wenn ihr zu schätzen wisst, dass es bei mir nicht so ist, dann habt ihr viele Möglichkeiten, das zu unterstützen. Schreibt es mir doch einen Kommentar, wenn es euch gefallen hat. Teilt mein Video, damit nicht nur immer reißerischer Clickbait groß wird. Der Tellerlift, ist das eigentlich da betriebsfertig? Na gut, ich weiß nicht. Ob ich der Konstruktion mit dem Knoten wirklich trauen soll? Da hast du aber nichts dagegen, dass das ein Kinderspielplatz einen bestimmungsgemäßen Gebrauch zugeführt worden ist. Ja. Mit der Benutzung der Kinder. Ja, was man alles erleben kann, einsam an einem schönen Ostersonntag, trotzdem, wenn man im Schatten der Großen bleibt. Eindrucksvolle Steinformationen, einen tollen Gipfel mit einem großartigen Panorama auf Schneeberg und auf die hohe Wand. Ich glaube, wir haben alles richtig gemacht, Bella, oder? Ich glaube schon, ja. Hast du es genossen? Ja, sehr. Das freut mich. Ja, damit bleibt dann überhaupt nichts mehr zum Sagen, außer ich bin gerade dabei. Und ich bin Bello. Und vielleicht sieht man es einmal bei einer anderen Tour.